ein Produkt, was sich weiterentwickelt, eine Technologie, die sich weiterentwickelt, das wird nie enden. Hi, ich bin Stan Stevens, CTO von Meteor Control, und wir haben hier heute ein Test-Setup gebaut für Hybrid-Energiemanagementsystem. Wir wollen nicht nur Photovoltaik testen, wir wollen nicht nur Hybrid-Wechselrichter testen, wir wollen nicht nur PV plus Batterien testen, wir wollen nicht nur Batterien testen, wir wollen eigentlich alles testen. Und dafür braucht man eine geeignete Infrastruktur, um das zu ermöglichen. Und deswegen sind wir hier. Mein Name ist Mike Zehner. Ich bin Professor für elektrische Energietechnik an der Technischen Hochschule Rosenheim. Es geht um eine Projektkooperation mit Meteor Control, auf die wir uns sehr freuen. Tätig sind wir in unserem Laborbereich unseres Labors für Solarenergie mit den Schwerpunkten Energiemetrologie, PV-Systeme und Netze. Der Kasten bedeutet, da ist die Systemintelligenz drin, die eigentlich die Systeme der Zukunft ein Stück weit auch ermöglichen. Also, dass du in der Lage bist, Speicherlasten auszusteuern in Orientierung an einem eventuell zu prognostizierenden Ertrag. Es gibt verschiedene Business Cases, die so ein Power Plant abbilden kann. Ein Business Case wäre halt Energie zu verkaufen, kaufen und verkaufen auf dem Markt. Das wäre regelungstechnisch gesehen ganz simpel. Andere Möglichkeit ist, wenn man einen Vertrag mit Energieanbietern hat, dass man keine Peak-Ströme aus dem Netz zieht oder einspeist. Und das heißt dann Band Shaving. Also der Mehrwert für unsere Kunden ist letztendlich, sie können ja weiterhin bei der Meteor Control bleiben, auch für Monitoring. Sie können sich darauf verlassen, dass wir unsere Regelung, unsere Solutions anpassen an das, was der Markt und die Gegebenheiten der Energieinfrastruktur, dass sie sich da bei der Meteor Control aufgehoben fühlen.